In der russischen Hauptstadt Moskau sind bei einem Lösch- und Rettungseinsatz an einem Großbrand 8 Feuerwehrleute ums Leben gekommen. Nach Angaben des Notfallministeriums befanden sich die getöteten Feuerwehrleute auf einem Dachabschnitt der Halle, als dieser einstürzte. Wir trauern um unsere Kameraden. Ihnen ist zu verdanken, dass 100 Arbeiter aus dem brennenden Lagerhaus gerettet wurden, so der Vizechef des zuständigen Ministeriums. Am Freitagmorgen bargen Einsatzkräfte die Leichen der zuvor vermissten Männer. Die gut 4000 Quadratmeter große Lagerhalle für Plastikteile im Osten der Hauptstadt brannte über Nacht fast vollständig aus.